Herzlich willkommen beim Digitalk live aus dem MM Media Studio. Unser heutiger Gast ist Kai Ingo Ziegler von AMZ Steuerberater. Ihr Gastgeber ist Daniel Habich, Gründer vom Digital A-Team. Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um Digitalisierung im Handwerk von A wie Anfrage bis Z wie Zahlungseingang geht. Und der Kai Ingo Ziegler und ich, wir sind Partner der Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe. Und in dem Zusammenhang haben wir gedacht, da wir hier diese Bandbreite von A bis Z Digitalisierung für Handwerksbetriebe abdecken, setzen wir uns mal zusammen und machen so ein kleines Interview und stellen uns mal gegenseitig vor und bespreche mal, was wir so machen, der liebe lange Tag mit der Handwerksbetriebe. Und ich würde dir mal, Kai Ingo, den Vortritt lassen. Stell doch du dich und deine Kanzlei mal kurz vor. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Kai Ingo Ziegler. Ich bin Steuerberater, bin Partner der AMZ Steuerberater in Karlsruhe und ich selber bin für den Standort Leimen zuständig oder vertrete diesen innerhalb der Partnerschaft und ja, wir sind mit Digitalisierung relativ weit, muss ich sagen. Wollen das noch weiter voranbringen, wollen vor allem auch die Mandanten davon überzeugen, dass es doch erhebliche Vorteile bietet, das ganze Thema. Sehr gut. Und als Partner der Kreishandwerkerschaft haben wir uns gegenseitig kennengelernt und haben gesagt, das passt wie die Faust aufs Auge, kann man sagen. Absolut, absolut. Die Gewerke quasi, die wir so vertreten, jeder für sich. Und entsprechend, ja, fangen wir mal beim Auftragsannahme oder Auftragsakquise. Beim A, aber wie es gehört. Genau, beim A fangen wir an und dann... Fangen wir mal bei A an. Fang mal an, genau. Gut, ich fange mal an. Also, wir haben uns seitens des Digital A-Team eine Nische rausgesucht, die es unseres Wissens so nicht gab und auch immer noch nicht wirklich gibt. Mhm. Handwerksbetriebe klagen ja alle ein Stück weit zu Recht über den Fachkräftemangel. Also das ist ja ein Problem, ja. Das allseits präsent ist. Auch bei uns. Das denke ich mir. Und wir haben uns aber überlegt, wenn ein Chef eines Handwerksbetriebs über Stress und Zeitmangel klagt, ist der Fachkräftemangel oftmals gar nicht die Ursache. Man schiebt immer gleich alles auf den Fachkräftemangel, aber der Fachkräftemangel, der wäre nur dann die Ursache für den Stress des Chefs, wenn er selber draußen mitarbeiten müsste. Das kommt manchmal vor, gar keine Frage. Dann kann man sagen, der Fachkräftemangel ist das Problem des Chefs für seinen Zeitmangel, für seinen Stress. Wenn der aber aufgrund des Fachkräftemangels aber immer noch im Büro sitzt oder unterwegs ist, dann ist der Fachkräftemangel eigentlich gar nicht das Problem des Chefs. Und dann ist uns so in den Sinn gekommen, dass das eigentliche Problem doch ist, dass sie zu viele Anfragen haben. Und der Chef ist ja oft der Alleinige, der diese Anfrage insofern bearbeitet, dass er rausfährt, Beratungen durchführt, die Angebote erstellen muss, etc. pp. Ja. Und wenn der mehr Fachkräfte hätte, hätte er dann weniger Stress? Die Frage ist berechtigt. Weil eigentlich einmal streng genommen nicht, ja, oder? Ja, weil wenn er sowieso leitend da drüber guckt, selbst wenn er eine Bürokraft noch einstellen würde, müsste er trotzdem noch jedes Angebot angucken und passt es jetzt so und sind auch alle Positionen drin, die halt auftreten oder notwendig sind und so weiter. Also ja. Eigentlich ändert sich nicht viel für ihn, oder? Es wird vielleicht ein bisschen schneller gehen, aber so enorme Ausbeute an Zeit wäre jetzt, glaube ich, nicht drin. Genau, das ist der Punkt. Und deswegen haben wir uns darauf konzentriert, dass wir die Handwerksunternehmer, die Handwerksmeister entlasten, dadurch, dass wir dieses ganze Prozedere vom Erstkontakt eines Interessenten bis zu seiner Auftragsentscheidung und das eben im positiven Sinn am liebsten, ne? Weil eine Anfrage zu bearbeiten, wo von vornherein klar ist, dass das kein Auftrag wird, ist ja pure Zeitverschwendung. Genau, ja. So, also das ist unsere Spielwiese. Wie bringen wir Anfragen möglichst schnell zum Auftrag, möglichst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und unsere Arbeit, die kann man ganz, ganz einfach an einer Zahl messen, an einer Formel. Das müsste für dich als Steuerberater jetzt hochinteressant sein. Also Achtung, es geht um Zahlen. Ja. Schlussendlich kann man das sehr gut messen. Und zwar habe mir mal die Formel entwickelt, wie lange dauert es, bis ich einen Auftrag gewinne.
Und das ist eine ganz einfache Bruchrechnung, dass ich sage, wie lange brauche ich, um eine Anfrage zu bearbeiten. Ja. Ja, also von Interessent kommt auf mich zu und will da mal ein Angebot, hätte mal ein Projekt zu vergeben, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sagt, sie habe den Auftrag. Und wenn man da mal schaut, so aus Erfahrung, sind 4 Stunden relativ schnell im Land, also bis mal so eine Anfrage bearbeitet ist. Meistens ist es ja so, Interessent ruft an, reißt mich aus irgendwas raus, verwickelt mich erst einmal in ein Gespräch, dann fahre ich als Handwerksmeister oftmals raus, ja, gucke mir das an, genau, nehme Aufmaß, ja, lische den ganzen Bedarf auf, berate, ja, ne, sitze da oft 2 Stunden beim Kunde, nehme dann das ganze Pamphlet meiner Notizen mit ins Büro, arbeite 3, 4, 5 Angebotsvarianten aus und bis zu dem Zeitpunkt haben wir oftmals 4 Stunden locker auf der Uhr. Das glaube ich sofort, ja. Und wenn dann aus Zeitmangel, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, der Chef das Angebot nur noch per E-Mail rausschickt, haben wir erfahrungsgemäß eigentlich nur eine 50-50 Chance, den Auftrag zu kriegen. Weil der Endkunde vergleicht, ne, ja, der lässt ja auch mehrere Handwerksbetriebe kommen und dann vergleicht er oftmals eben Äpfel mit Birnen. Und einmal das, ja. Die Guten, das ist das Schlimme dran, die seriösen Betriebe, die packen so ein Angebot eher gut gemeint, hochwertige Leistungen rein, weil sie sagen, ah, ich will ein interessantes Angebot machen, das sehr hochwertig ist, wo wirklich auch gute Leistungen drin sind. Aber der Endkunde vergleicht Äpfel mit Birnen und sagt dann, ah, der da unter rechts den niedrigsten Preis steht, der wird der Beste sein, weil die waren ja alle da, aber sie ist alle angeschaut. Ne? Ja, ja. Und das führt dann eben oftmals dazu, dass der vermeintlich teurere dann den Auftrag bekommt, weil man denkt, der ist zu teuer. Ja. Und wenn du halt nur dein Angebot per E-Mail rausschickst, kannst du nichts mehr dazu erklären. Ja? Das ist richtig, ja. Und dann ist das Ende von mir, du hast meistens nur eine 50-50 Chance. Ja. Höchstens du telefonierst dann nochmal nach, irgendwie, dass du nochmal eine Woche später oder so hinterher telefonierst, aber dann geht es auch wieder darum, habe ich die Zeit dazu, mache ich es tatsächlich, dann kommt ja doch wieder was dazwischen. Ist genau der Punkt. Und weil hinteraus, ich sage jetzt bewusst, nicht die Zeit fehlt, sondern weil man sich die Zeit hinteraus nicht nimmt und einfach nur froh ist, wenn man das Angebot geschrieben hat und das dann rausschickt, habe ich eben oft diese 50-50 Chance nur. Und wenn man jetzt unsere Formel anwendet, Anfragenbearbeitungszeit 4 Stunden, geteilt durch Angebotserfolgsquote 50%, habe ich eine Auftragsgewinndauer von 8 Stunden. Das heißt, ich muss eigentlich 2 Anfragen derart bearbeiten, a 4 Stunden, um einen Auftrag zu gewinnen. Dann habe ich 8 Stunden gebraucht, um einen Auftrag zu gewinnen. Also einen Arbeitstag. Genau. Und unser Ansatz ist der, die Formel in 2 Richtungen zu optimieren. Ich gucke, dass ich von der Anfragenbearbeitungszeit runterkomme und gucke natürlich, dass ich auf der anderen Seite des Bruchstrichs unten die Angebotserfolgschance erhöhe, um einfach viel weniger Zeit zu brauchen, um einen Auftrag zu gewinnen. Und du hast jetzt was ganz Wertvolles angesprochen. Wenn ich mal noch nicht über Digitalisierung rede, sondern zum Beispiel nur darüber, dass ich sage, ich nehme die Zeit noch, obwohl es abstrus klingt, das Angebot persönlich zu besprechen. Das heißt, dass ich hinfahre oder das heißt, dass ich den Kunde, den Potenziellen zu mir einlade und noch einmal miteinander über das Angebot drüber gehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Auftragschance von 50% durch diese Maßnahme, sagen wir mal, auf 70% erhöhen könnte, dann wäre die Formel auf einmal, sagen wir mal, es würde 1 Stunde länger dauern, 5, aber dafür geteilt durch nicht 50%, sondern 70%. Kommt da raus, ich habe das schon mal vorher ausgerechnet, sonst würde ich jetzt ins Strudeln kommen. Dann habe ich 7 Stunden Auftragsgewinndauer. Ich habe also komischerweise, obwohl ich 1 Stunde mehr investiere in eine Anfrage, habe ich 1 Stunde gespart, um einen Auftrag zu gewinnen. Und da habe ich über Digitalisierung noch gar nicht gesprochen. Und das ist im Endeffekt dann bei uns der Part. Ich kürze das jetzt bewusst ab. Wir haben Tools, wie wir auf der einen Seite diese Auftragschance erhöhen können und auf der anderen Seite die Bearbeitungszeit dramatisch reduzieren können. Und das läuft im Endeffekt bei uns so, dass wir zum Beispiel durch Videoberatungen können sich Handwerkskunden schon einmal digital abends um 10 oder am Wochenende auf der Couch mit dem iPad auf dem Schoß beraten lassen vom Handwerksbetrieb. Einfach mal so diese Basisberatung. Ne, weil schlussendlich erzählt jeder Handwerker seinem Kunden bis zum gewissen Grad immer wieder das Gleiche. Ne, es gibt einfach so Basics. Wenn du jetzt ein neues Bad willst, eine neue Heizung,
ein Schrank. Ja, ja. Da gibt es irgendwelche Basics, die werden vom Handwerksmeister immer wieder abgespult. Ja. Ob das jetzt eine Viertelstunde ist oder eine halbe, spielt ja mal gar keine Rolle. Ja. Aber das ist einfach Zeit, also, die ich mir sparen kann. Ja, also wenn man es mal bei, was weiß ich, beim Heizungsbau bleibe, dass man einfach halt sagt, es gibt die und die Heizarten, also Öl, Gas, Pellets, Wärmepumpe, Pellets, was es da so alles gibt, genau. Ja. Und das praktisch muss er ja auch jedes Mal erst wieder vorstellen und sagen, das gibt die Technologien gibt es überhaupt. Mhm. In dem Fall, wo jetzt bei Ihnen vorliegt, ich würde jetzt die und die Technologie sehen als sinnvoll und dass man dann absolut, in die Richtung, genau, das Punkt. Kann der Kunde sich ja eigentlich selber schon erarbeiten. Ist genau das Thema, absolut. Ja. Deswegen arbeiten wir extrem mit Videos für die Handwerksbetriebe, weil auf der einen Seite kannst du über Video natürlich sehr elegant Wissen vermitteln. Mhm. Und es gibt immer wieder Studien, die sagen, Internetnutzer bevorzugen zu 70% Videos gegenüber Text. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es auch so, wenn ich mich über was informieren will und habe die Wahl zwischen einem Video und zwischen einem Blogartikel oder zwischen einem ellenlangen Text, weiß ich, was ich klicke. Absolut, ja. Das ist der eine Grund. Ja. Und der andere Grund? Zumal am Bildschirm lesen. Also mir geht es so, wenn ich längere Texte lese, ich auch ungern am Bildschirm. Also ja, es ist ermüdend, es ist viel ermüdender. Ja, genau. Und das andere ist, du kannst auch gleich mal, so komisch wie das klingt, so diesen Sympathiefilter setzen. Mhm. Ja? Weil es ist ja völlig legitim, wenn sich jetzt ein Privatkunde ein Video anschaut von einem Handwerksmeister, dass der für sich entscheidet, liegt mir der Typ oder nicht. Ja, ja? Genau. Und was bringt es mir als Dienstleister, als Anbieter, wenn auf mich Leute zukommen, wo sich dann irgendwann einmal rausstellt, die Chemie stimmt nicht zwischen uns. Ja. Wäre doch klasse, wenn man das eigentlich vorher abklären könnte, bevor, geht auch immer um beide Seiten, Zeit investiert haben. Genau. Ja, und das kriegst du mit Video halt auch super hin, weil so guckt sich einer Videos an und sagt, ja, der mag ja recht haben, aber irgendwie liegt mir der Kerl nicht. Mhm. Ja, ist doch in Ordnung. Also Menschen sind verschieden und das ist völlig legitim. Und deswegen sind wir absolute Fans von Videos. Mhm. Und dann haben wir das, was du angesprochen hast, was sich der Privatkunde ja auch schon einmal ein Stückchen weiter arbeiten kann. Wir betten diese Videos dann auch sehr gerne in Konfiguratoren ein, wo der Kunde schon einmal durch ein paar Klicks ausloten kann, was kommt denn für mich überhaupt in Frage. Und es kann sogar so weit gehen, dass dann sogar eine Preisorientierung rauskommt in Form von so einem Kostenvoranschlag. Okay. Ja? Das heißt, dass ein Privatkunde eigentlich auf der Couch sich sein Angebot schon einmal selber schreiben kann, ein Stück weit. Das kann natürlich nie auf das Cent genau sein. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Bad will und habe so im Kopf, 15.000 Euro, das muss das Maximum sein, mehr habe ich nicht oder mehr will ich nicht ausgeben. Ja, und jetzt konfiguriere ich mir aber ein Bad und mein Bad hat 20 Quadratmeter und ich hätte gern irgendwie einen Wellnessbereich und eine Rain-Shower-Dusche, was weiß denn ich, und alle Gewerke drin, Maler, Spanndecke, pipapo. Und dann kommt halt bei so einem Konfigurator raus, ja, unter 25 brauchst du gar nicht anfangen zu denken. Dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten auf meiner Couch. Ja. Entweder ich verwerfe mein Vorhaben oder ich schluck die Kröte. Ja, oder ich gucke gleich bei der Bank vorbei. Genau. guck, dass ich das Geld habe. Ja, ist ja so. Ist ja so. Ist ja genau der Punkt. Ja. Und vorher lief es einfach so, dass ich mich als Privatkunde in die Beratung reingestürzt habe. Ja. Der Handwerker hat mich stundenlang beraten, hat mich in die Ausstellung geschickt. Ja. Ja? Und über das Geld wurde dann nie gesprochen. Und dann kriege ich irgendwann wieder nach 8 Stunden oder noch länger mein Angebot und dann stehen da die 25. Wäre eigentlich schon vorher klar gewesen. Ja. Und dann habe ich das Problem. Ja. Ja? Dann ist der Auftrag meistens weg, weil wenn ich dann die 25 als Privatmann nicht habe, dann war die Zeit umsonst. Ja, gut. Ja, klar. Ja? Also das ist so einfach mal so angerissen, so ein paar Tools, die wir einsetzen und man kriegt es auf diese Formel relativ einfach runtergebrochen. Ne? Ich reduziere die Bearbeitungszeit einer Anfrage, auf der anderen Seite erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Auftrag bekomme, zum Beispiel, weil ich den Preisfilter setze. Oder weil wir zum Beispiel auch eine automatisierte Angebotsnachverfolgung haben. Das ist das, was du gesagt hast, auch mit dem Nachfassen. Das geht ja auch meistens unter. Ja. Ja. Macht ja keiner. Das Nachtelefonieren ist auch den meisten ein bisschen unangenehm. Ja. Und da haben wir ein automatisches System, dass ein Handwerksmeister gefragt wird, hey, da ist noch ein Angebot offen, was ist damit? Und dann kann er per Klick entscheiden, ob in seinem Namen eine E-Mail rausgeht, ja, die er nur einmal geschrieben hat in der Vorlage. Und dann wird mit Platzhaltern der Kunde, die Kundin aber trotzdem persönlich angeschrieben. Kann sogar
auch in Form von einer Videobotschaft sein, dass der Handwerksmeister einmal so Video aufgenommen hat. Hallo, grüße Sie. Ich wollte mal fragen, ob es zu dem offenen Angebot noch irgendwelche unklare Punkte gibt, ob das Angebotserklärvideo verständlich war, das ich Ihnen geschickt habe. Melde Sie sich gerne bei mir, buche einen Telefonbesprechungstermin. Unter dem Video ist ein Link dazu. Kann man alles per Klick steuern und das erhöht diese Auftragsquote auch noch einmal merklich. Und so wird die Formel optimiert und schlussendlich spart ein Handwerker erfahrungsgemäß rund 40% seiner Zeit, um einen Auftrag zu gewinnen. Das heißt, statt 4 Stunden, 2 Stunden oder 2,5. Sagen wir mal, wenn du ausgehst von dieser Auftragsgewinndauer, von den 8 Stunden, kommst bis zu auf 5 runter. Ah ja. Ja, also 3 Stunden kannst du sparen, um einen Auftrag zu gewinnen. Das sind so Erfahrungswerte. Ja. Okay. Aber wenn wir jetzt fertig sind, wenn quasi ein Auftrag gewonnen ist. Ja, eine Sache wollte ich noch schön einhaken. Ja, unbedingt. Und zwar bei dem Konfigurator. Ja. Wie muss man sich denn das vorstellen? Ich stelle mir es im Moment gerade vor, wie wenn ich, was weiß ich, auf ein neues Auto will und bei den bekannten Herstellern von A bis Z, die haben das ja heutzutage auch alle. Und dann suche ich mir halt, was weiß ich, das Auto raus, das Modell. In der Farbe, mit dem Leder und mit den Gimmicks drin. Also, und dann steht hinten ein Preis. Ich meine, dass man natürlich im Auto, denke ich mal, den Preis nachher centgenau machen kann im Vergleich zum Handwerk, ist klar. Also da gibt es immer dann Variablen noch ein bisschen, aber Hausnummer sollte erkennbar sein, denke ich mal. Das ist vergleichbar, aber du hast es richtig gesagt, in dem Detaillierungsgrad kannst du es natürlich nicht machen. Aber es ist dann wirklich so, dass wir uns mit den Handwerksbetrieben hinsetzen und uns überlegen, welche Informationen holen wir vom potenziellen Kunde ein, was kann man auch verlangen, dass das einer eingibt oder anklickt. Aber klar ist natürlich, es kann nicht ersetzen, dass ein Handwerksmeister in Persona rausfährt, Aufmaß nimmt, auch die Komplexität der Baustelle einschätzt, um dann zu wissen, das ist ein bisschen 5% noch Komplexitätsaufschlag oder ist eine einfache Baustelle 10% runter. Das kann es natürlich nicht ersetzen. Aber unsere Zielsetzung ist immer, und das klappt eigentlich auch sehr gut, dass wir sagen, wir sind so in einer Range von plus minus 10% von der Realität. Kannst du es mit dem klassischen Kostenvoranschlag eigentlich vergleichen, dass du mal so die Kategorie hast. Okay. Es geht auch wirklich darum, mal grob die Leute auszufiltern oder den Leuten eine Vorstellung zu geben, was kommt denn so auf mich zu. Ja. Und meistens hängt es dann an den plus minus 10% nicht, ob man es macht oder nicht. Ja. Das wäre nur so dieser Klassiker wie den Bart. Bin ich bereit, 15 auszugeben und es kostet 25? Ja, okay. Ja? Wenn ich bereit bin, 15 auszugeben, ist es wurscht, ob dann da 17 oder 12 rauskommt. Es ist so in meiner Range. Wichtig ist nur, dass man einfach Leute komplett abstruse Vorstellungen nimmt von einem Projekt. Dass man den 25.000er oder dem das schon gibt und der kommt dann gar nicht so weit, dass du die Zeit investierst nachher selber. Das ist pure Absicht und soll ja auch so sein, weil es gegenseitige Zeitverschwendung ist. Ja, klar. Dass der meint, für 15 ist mein Komplettbar zu machen, dass der diese 25 gezeigt kriegt und sich dann auch, und so wird es in den meisten Fällen auch sein, dagegen entscheidet, jetzt auf den Handwerksbetrieb persönlich zuzugehen, weil er einfach sagt, ne, ist mir zu teuer. Subjektiv, aber es ist mir zu teuer. Ja. Und früher wäre eben Stunde ins Land gezogen und dieses ist mir zu teuer, wäre erst dann gekommen, nach stundenlangen Beratungen, Angebotsvarianten und so weiter. Ja, okay. Ja, da lässt sich, denke ich, schon eine Menge Zeit sparen dann für absolut. Für die Handwerker, dass ich dann wirklich nur noch relevante Aufträge auch tatsächlich persönlich bearbeite. Absolut. Ja. Also das ist so unsere Spielwiese. Ja. Und wenn aber jetzt der Auftrag, und deswegen sitzen wir ja zu zweit da, wenn jetzt der Auftrag erteilt ist, von A wie Anfrage bis A wie Auftrag. Ja. Jetzt geht es natürlich so, dass ein Handwerker nur überleben kann, wenn er irgendwann für seine Arbeit auch Geld kriegt. Ja. Und deswegen schwenkt es jetzt so ein bisschen zum Z wie Zahlungseingang, Buchhaltungsthema. Und jetzt interessiert uns natürlich, Kaingo, was kann ein Handwerksbetrieb im Bereich Digitalisierung mit seinem Steuerberater denn so alles Spannendes anstellen? Ja, auch da gibt es natürlich eine ganze Menge. Da gehen wir jetzt vielleicht einfach schon mal ans Ende von der eigentlichen Leistungskette, sprich Rechnung. Also irgendwann wird der Kunde oder wird der Auftrag abgeschlossen sein und es kommt zu einer Rechnung. Und die Rechnung geht, denke ich mal, dann entweder als PDF oder in Papier an den Kunde raus.
Und damit sind wir dann eben, spätestens dann sind wir in der Buchhaltung, ja. Wo man das ja dann erfassen darf, für einmal für sich selber natürlich oder eben auch fürs Finanzamt. Ja, das ist übrigens auch so ein leichtes Missverständnis. Die Buchhaltung macht man nicht in erster Linie fürs Finanzamt, sondern die macht man für sich selber. Finde ich auch ganz wichtig, das mal geschwind noch zu erwähnen zwischendurch. Manche oder oftmals ist eben so die die Meinung, man würde nur fürs Finanzamt arbeiten, dem ist nicht ganz so. Und muss ich mir das dann vorstellen? Früher hat man ja den Schuhkarton irgendwie zu euch gebracht. Also das kenne ich auch noch aus der, von meiner eigenen Ausbildungszeit und so, da gab es es tatsächlich noch so. Heutzutage ist der Schuhkarton ersetzt durch einen elektronischen Schuhkarton. Also sprich, wir arbeiten mit DATEV und wir richten dann dort das DATEV-Unternehmen online ein. Das ist quasi ein Postfach, ein elektronisches Postfach im Rechenzentrum bei DATEV und auf das Postfach hat der Mandant, ich zeige jetzt mal, das bist du der Mandant. Ja, ja, gern. Der Mandant hat Zugriff und wir haben Zugriff auf das Postfach und das dient quasi als Austauschplattform eben gerade für die Belege oder auch dann für uns wieder für die Auswertungen letzten Endes. Und das funktioniert dann so, wenn du jetzt unser Mandant wärst, würdest du die ganzen Belege hochladen, auf die Plattform bereitstellen. Das sind einmal die Ausgangsrechnungen natürlich von dir, also an deine Kunden. Natürlich auch alle Eingangsrechnungen, also wenn du dann bei Engelbert Strauß wird, wen wir da so alles haben in dem Bereich. Jetzt haben wir Schleichwerbung gemacht. Schnitt. Die ganzen Rechnungen, Materialrechnungen, Einkaufsrechnungen lädst auch alle hoch oder die kommen ja häufig, also gerade bei größeren kenne ich es, die machen es inzwischen auch so natürlich, dass sie nur noch das auch elektronisch rausschicken und dann braucht man die auch nicht mehr ausdrucken und dann einheften und einem Berater geben, der es dann wieder elektronisch macht. Diese Schnittstellenproblematik haben wir an der Stelle dann gar nicht mehr, sondern man kann das aus der Mail raus direkt hochladen an uns. Also ich kriege quasi die Mail mit der Rechnung von meinem Lieferant und kann das dann gerade per, wie sagt man so schön, Drag and Drop ins Datenunternehmen. Entweder Drag and Drop oder du kannst dir im Rechenzentrum auch eine eigene persönliche E-Mail-Adresse anlegen lassen und dann kannst du die E-Mail gerade weiterleiten auf die Adresse und dann schneidet der hinten das, also der erkennt es dann, dass es eine E-Mail ist mit PDF-Anhang und der schneidet gerade das PDF weg und hängt das als Beleg an. Das ist ja lässig. Ja. Okay. Und noch einmal auf die Ausgangsrechnungen zu sprechen zu kommen. Die Betriebe haben ja eigentlich fast alle eine Branchensoftware und schicke ja quasi Richtung Endkunde ihre Rechnungen dann von der Branchensoftware raus. Genau. Gibt es da auch irgendwie einen Automatismus, dass ich die Rechnung nur einmal anfassen muss und dass die im gleichen Atemzug nicht nur Richtung Kunde, sondern auch Richtung Unternehmen online geht? Gibt es da auch was? Das wird es geben, genau. Also wenn du ich kenne natürlich jetzt nicht jede Branchensoftware im Detail. Ganz einfach ist es, wenn die Software den beim Druckauftrag dann praktisch da ein PDF erzeugt, noch zusätzlich für die interne Dokumentation und dass man dieses PDF in einen speziellen Ordner laufen lässt. Und den kann man, da gibt es auch nochmal ein extra Tool dann wieder, wo man diesen Ordner dann automatisieren kann, dass sobald dann eine neue Datei reinkommt, die automatisch hochgeladen wird ins Rechenzentrum. Und klappt das jetzt nur, weil es mich interessiert, auch mit dieser E-Mail-Adresse wie bei der Eingangsrechnung, dass ich zum Beispiel sage, ich schicke eine Rechnung per E-Mail an den Kunden und nehme in Blindkopie dann aber auch so eine DATEV-Unternehmen-Online-Adresse? Das würde funktionieren, denke ich, Also ist ein Fall, so in Praxis umgesetzt haben wir so nicht, aber so spontan dürfte es jetzt nicht so ein Riesenproblem sein, Sehr gut. Klasse. Das wäre eine Möglichkeit. Okay. Ja, oder es gibt nochmal externe Anbieter, das vielleicht an der Stelle auch geschwind. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt externe Anbieter und die bieten eine Plattform an, wiederum. Also heutzutage, man arbeitet ja von einer Plattform zur anderen so elektronisch. Die bieten eine eigene Plattform an und da hinterlegt man praktisch die Zugänge zu allen Online-Daten, also Telekom, Amazon,
wo man so regelmäßig eben irgendwie Rechnungen bekommt. Und normalerweise, das Problem ist ja heutzutage, die Buchhaltung komplett zu kriegen. Und dann muss man ja eigentlich zum Unternehmer sagen, pass auf, du darfst jetzt jeden Monat dich da anmelden, die Rechnung holen, da anmelden, da anmelden, da anmelden, überall die Rechnung reinholen und uns bitte bereitstellen. Und da gibt es eben ein Automatisierungstool, wo du praktisch zentral deine Zugangsdaten für diese alle Plattformen hinterlegst. Und dann tut dieses Tool, ich weiß nicht, monatlich oder vielleicht sogar täglich, alle Plattformen abfragen, ob neue Dokumente da sind und holt die automatisch ab und holt sie automatisch ins Unternehmen online rein. Ah, das ist natürlich stark. Also auch da natürlich enormer Zeitgewinn, weil wenn du mal, was weiß ich, 10 Plattformen hast, wo du jeden Monat, da bist du auch alleine Stunden wahrscheinlich unterwegs, bis du da die Rechnungen alle zusammen hast. Das heißt, ich muss meine Eingangsrechnungen, wenn ich so ein Tool habe, eigentlich gar nicht mehr in die Hand nehmen. Das läuft alles im Hintergrund. Im Idealfall, wenn alles elektronisch läuft, läuft es im Hintergrund komplett, genau. Ja. Also wenn ihr wissen wollt, wie der Anbieter heißt, kontaktieren. Genau. Und dann stehen diese, also um es geschehen fortzuführen, dann stehen die Daten oder die Belegbilder auf dieser Plattform. Auf die haben wir dann Zugriff. Aus denen raus erstellen wir dann die Buchhaltung. Die Bankdaten, die würden wir uns im oder holen wir uns im Regelfall sowieso direkt dann von der Bank, also mit Kontoauszüge hin und her. Das macht man heutzutage eigentlich auch nicht mehr, weil auch da ist das Problem sonst. Ich habe die Daten ausgedruckt auf dem Kontoblatt und dann sitzen wir wieder hin und tun es vom Kontoblatt wieder in elektronisch übersetzen. Ist ein bisschen EDV zu Fuß an der Stelle. Also wenn wir da den Zugriff aufs Bankkonto kriegen, den Lesezugriff wohlgemerkt, also wir können da keine Buchung veranlassen oder so, oder manchmal würde man es vielleicht gar machen. Das Gehalt selber überweisen. ja, genau, und dann haben wir also die Daten alle da, dann können wir die Buchhaltung erstellen draus und dann über die Plattform auch wieder praktisch die ganzen Auswertungen, also betriebswirtschaftliche Auswertung, Summenzahlenliste, offene Postenbuchhaltung, offene Postenliste, können wir dann eben entsprechend wieder bereitstellen, sodass das praktisch so die Drehscheibe ist zwischen uns beiden. Okay. Das heißt, die offenen Posten, die buchen sich auch automatisch aus durch die Anbindung ans Bankkonto. Genau. Muss man nicht mehr manuell da, oder früher hat man ja Kontoauszug und dann irgendwie das Rechnungsausgangsbuch so. Nee, das gleicht sich automatisch aus, beziehungsweise manchmal funktioniert es halt nicht. Da muss man halt den händischen Ausgleich machen, aber das ist wie wenn immer. Wenn man Kunde wieder irgendwie die Kontonummer oder Zahlungsbetrag verdreht oder falsche Belegnummer oder gar keine Belegnummer angegeben hat oder so, und dann muss man manchmal ein bisschen manuell noch unterstützen. Und auch da kann man dann, je nachdem, wie eng der Mandant mit uns da zusammenarbeiten möchte, kann man auch ausmachen, zum Beispiel, dass man jeden Donnerstag sagt, alles, was bis Donnerstag hochgeladen ist, verbuchen wir und stellen freitags dann die neue Offenungsliste bereit. Und so hat der Mandant laufenden Überblick über die offenen Posten, also zumindest einmal wöchentlich. Ist, denke ich mal, deutlich besser, als es viele Handwerksbetriebe aktuell betreiben und kann dann eben auch entsprechende Maßnahmen daraus ableiten. Also jetzt hat der Kunde Mustermann immer noch nicht bezahlt. Jetzt ruf ihn halt doch an oder kriegt er mal von mir eine Mahnung oder sogar das Mahnwesen könnten wir auch noch mit anbieten und übernehmen. Okay. Da würden wir dann das so machen, dass man eben zusätzlich zur offenen Postenliste noch eine Mahnvorschlagsliste rausschicken, bereitstellen. Also Mahnvorschlagsliste heißt, aus unserer Sicht ist der Kunde mahnfähig, ist der Kunde mahnfähig oder mahnwürdig. Also er ist lang genug hinten dran, dass er noch nicht bezahlt hat. Und dann können wir auch die Mahnungen theoretisch rausschicken. Klasse. Nicht nur theoretisch, auch praktisch dann. Aber da wollen wir halt einfach auch sicherstellen, weil es gibt immer auch mal individuelle Abreden und das kommt halt schlecht an, wenn du mit dem Kunde ausgemacht hast, weil du es bist, darfst jetzt 4 Wochen warten und normalerweise hat er 10 Tage und dann kriegt er dann doch eine Mahnung. Also um das ein bisschen abzufangen, da nicht irgendwie Störgefühle reinzubringen im Kundenverhältnis, macht total Sinn. Machen wir eine Mahnvorschlagsliste zunächst und die kriegen wir dann wieder zurück.
Und anhand von der werden dann halt die Mahnungen rausgeschickt. Ah, ja. Und gehen die Mahnungen dann im Namen des Kunden, also des Handwerksbetriebs raus oder ihr als die gehen Service? Im Namen des Kunden raus. Ja. Also wir sind eigentlich außen vor. Ich glaube, irgendwo sieht man noch ein DATEV-Logo. Ah, also, ja, gut. Aber es gibt auch Mandanten, die die Software selber im Einsatz haben. Da ist dann auch das DATEV-Logo drauf. Also ob das jetzt über uns direkt quasi kommt oder ob der Mandant vielleicht die Buchhaltung sogar selber erstellt und halt einfach auf der Technologie aufsetzt. Also Datenaktualität ist natürlich ein Riesenthema durch so eine Plattform. Mhm. Was mich jetzt interessiert ist, ich kenne es ja so auf herkömmlichem Weg, dauert es Wochen oftmals, bis der Handwerksbetrieb dann seine aktuelle BWA hat. Mhm. Ne? Dann hat er vielleicht noch eine Dauerfristverlängerung, die, so kennt er nichts, gar nicht unbedingt zu seinem Nutzen, ich sage mal, eingeführt wurde, sondern nur, weil das Steuerbüro gesagt hat, da haben wir ein bisschen mehr Zeit, um die Buchhaltung zu machen. Ja. Also sprich, im Extremfall kann es passieren. Was haben wir jetzt? Wir sind jetzt hier im Oktober, dass ich meine Buchhaltung vom Oktober irgendwann erst am 10. Dezember krieg. Das ist natürlich eigentlich ein No-Go, wenn man irgendwo ein Controlling aufbauen will, mit diesem DATEV-Unternehmen online. Wie schnell seid ihr da, dass man wirklich sagen kann, wie lange dauert es, bis ein Handwerker nach einem Monatsabschluss seine Zahlen wirklich hat? Ja, also im Extremfall, wenn wir jetzt wirklich jemand haben, wo da auch, ich sag mal, zeitkritisch dahinter ist, kann man, also wir können wöchentlich buchen, wirklich die erste Oktoberwoche, dass er das Ergebnis schon spätestens Ende der zweiten Woche dann bei sich sichtbar hat. Mhm. Im offenen Postenbereich ist das halt natürlich wichtig. Mhm. Und den eigentlichen Abschluss kann man eigentlich am ersten, spätestens am zweiten Werktag im neuen Monat machen. Das ist natürlich top. Und ja, klar, hätte da dann auch alle Werte quasi aktuell. Auch die zeitanteilige Abschreibung ist drin. Wir sind ja, habe ich noch gar nicht erwähnt, wir sind QM-zertifiziert, haben also ein Qualitätsmanagement im Hintergrund, arbeiten gerade in den Bereichen Buchhaltung, Jahresabschluss und so weiter, eben dann mit Checklisten, wo man die Prozesse genau drin hat. Und da kann dann eigentlich auch nichts mehr verrutschen in dem Sinn, dass jetzt irgendwie, was weiß ich, Sachen vergessen werden oder einen Monat so, einen Monat anders laufen. Also da gibt es bei uns standardisierte Prozesse. Und von dem her haben wir, denke ich, ein hohes und gleichbleibend hohes Niveau. Ja gut, macht ja auch nur Sinn, wenn man sich überlegt, wenn ihr quasi zum Beispiel wöchentlich buchen könnt, ist ja die Buchhaltung für euch dann nicht auf einen Schlag ein ganzer Monat, dann ist es natürlich auch logisch, dass es länger dauert. Ja. Ne, sondern wenn man wirklich sagt, durch diese gemeinsame elektronische Plattform könnt ihr halt auch schon untermonatlich anfangen zu buchen. Ist ja klar, dass es dann schneller geht. Ja, klar, das ist spannend. Okay. Ja. Also wir können praktisch, wie gesagt, wöchentlich, bleiben wir mal bei wöchentlich, einfach die Eingangs-Ausgangsrechnungen schon verarbeiten. Setzt natürlich voraus, dass wir sie auch bereitgestellt kriegen. Logisch, ja. Und die Bank holen wir uns auch entsprechend dann da dazu. Und dann ist es an sich nichts Großes mehr in dem Sinn. Ja. Klasse. Und für den Austausch dann unter Monat oder innerhalb der Woche. Da haben wir ein bisschen die Erfahrung gemacht aus Unternehmen online, da fehlt so ein bisschen der direkte Kontakt. Also wenn ich jetzt, du stellst zwar Belege bereit für uns und wir buchen zwar, aber es gibt ja doch immer wieder mal Belege, dann gibt es irgendwelche Rückfragen oder du hast irgendeinen Beleg nicht hochgeladen kriegt oder egal was, also dieser direkte Austausch und früher hat man dann halt auch mal telefoniert, klar. Aber auch da sehen wir jetzt, haben wir gesagt, weil es gibt keinen direkten Kanal, zumindest nicht auf Unternehmen online und uns hat er immer gefehlt und nachdem es am Markt sonst nichts wirklich Gutes gab, haben wir gesagt, gut, dann machen wir selber was. Und haben uns jetzt einen kanzleieigenen Chat installiert. Okay. Kanzleieigen deshalb, weil WhatsApp, um mal einen großen Vertreter zu nennen, datenschutzmäßig natürlich ganz daneben ist. Buchhaltung über also WhatsApp. Buchhaltung ist ja. Genau, okay. Es ist Harakiri, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wer da alles dann mitliest. Und das will, glaube auch niemand so wirklich. Also es sind halt
doch hochsensible Daten, mit denen wir im Regelfall umgehen, auch was weiß ich, Kontoauszüge oder Bankumsätze oder selbst Kundennamen will man ja nicht unbedingt immer auch breit streuen. Und deshalb haben wir nach ein paar Versuchen hin und her haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir es selber und haben dann ein eigenes Chat-System jetzt, wo die Serverkomponente liegt auf unseren Servern und wir legen die Benutzer an, wir legen dann die einzelnen Räume an innerhalb des Chats und dann kriegst du jetzt beispielsweise, wenn du jetzt mit einem Unternehmen zu uns kommst, du kriegst dann im Regelfall sind es mindestens drei Chaträume, einer Buchhaltung, einer Personal und einer dann mit Beratung. Das sind so die Standardkanäle. Jetzt dank Corona haben wir bei einigen leider noch einen zusätzlichen Kanal Corona-Hilfe dazu nehmen müssen. Ja. Das ging nicht anders, aber ja. Und dann kann ich eben je nach Themen und je nach Thema können wir dann in die Räume noch reinnehmen, wen wir halt brauchen. Ah, ja. Also wir von Kanzleiseite, wir nehmen immer mehrere Leute mit rein, einfach um auch Urlaubsvertretung und so Dinge abzudecken, wenn man oder wenn mal einer halt nicht im Haus ist, dass dann der Kollege zumindest Rückmeldung geben kann. Und Lohn ist natürlich auch immer ein sensibles Thema. Das soll dann auch im Unternehmen nicht jeder mitkriegen. Aber wenn es größere sind, sind es vielleicht doch zwei Personalsachbearbeiter und der Chef will vielleicht auch mitlesen, dass er zumindest weiß, was läuft. Und so kann man dann quasi individuell für jeden Teilbereich unterschiedliche Räume mit unterschiedlichen Teilnehmern. Und dann sehen immer die es betrifft, die können halt mitlesen. Stark. Und wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, nimmt man den raus aus dem Chat. Und wenn ein neuer kommt, nimmt man rein. Also das ist immer völlig flexibel. Klasse. Und es sind immer alle auf dem laufenden Informationsstand. Also können immer alle. Also wie, man kann es ja nachvollziehen, ist eine Chronologie irgendwo. Genau, es ist wie eine WhatsApp-Gruppe letztlich, wenn man das so kennt. Ah ja, klar. Aber halt nicht auf WhatsApp, sondern halt auf unserem System. Weil das WhatsApp für Steuerberater sozusagen. Das WhatsApp für Steuerberater, sehr wenn gut. Man das so will. Ja, genial. Genau, so kann man das darstellen. Stark. Mhm. Sehr gut. Ja. Also ich glaube, da haben wir jetzt ziemlich gut aufgezeigt, was man im Bereich der Digitalisierung von A wie Anfrage bis Z wie Zahlungseingang so machen kann. Genau, den Zahlungseingang, den haben wir, den haben wir noch nicht so ganz, also aber das ist dann eigentlich nur noch das Kleinste und vor allem immer so das Schönste. Mhm. Wenn dann das Geld auf dem Konto ist, das verpuchen wir dann natürlich. Mhm. Und damit fliegt dann auch der Posten aus der offenen Postenliste runter. Und dann hat sich das Thema erledigt. Stark. Sehr gut. Ja, ich denke, da war jetzt einiges dabei. Das wollte man einfach mal hier in dem Gespräch mal aufzeigen, was man im Bereich der Digitalisierung im Handwerk so von A bis Z alles machen kann. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, unsere Kontaktdaten sind, denke ich, bekannt. Ansonsten findet man uns. Auf jeden Fall. Und hat mich gefreut, dass wir uns mal austauschen konnten. Genau. Entweder direkt oder über Bande oder über die Kreishandwerkerschaft. Jawohl. Genau. In diesem Sinne, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.